So, ich möchte mal zeigen, wie ich jetzt aus diesem Grün, das natürlich auch sehr natürlich ist, einen eigenen Bildlook erstelle. Und zwar am liebsten nutze ich hier das Werkzeug, die selektive Farbkorrektur. Wenn man dort draufklickt, kommt hier auch gleich eine neue Ebene, auf der wir dann auch noch ausbessern können. Und wie man jetzt sieht, hier in dem Bild sind viele Gelbtöne drin. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, die möchte ich jetzt etwas ändern. Und hier habt ihr verschiedene Regler. Und da könnt ihr euch jetzt einfach mal ausprobieren. Wie ihr seht, wenn ich jetzt noch hier ziehe, wird es sehr grün. Das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte eher, dass es etwas orange wird. Dasselbe mache ich jetzt hier auch. Und habe jetzt hier zum Beispiel die Gelbtöne verändert. Wenn ich es wieder rückgängig machen will, mache ich hier einfach immer 0. Oder lösche halt die Ebene. Was ich jetzt auch machen könnte, wäre die Grüntöne verändern. Da müsst ihr einfach selbst rumprobieren, in welche Richtung ihr da gehen wollt. Und es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, dass ihr da einfach echt euren eigenen Bildlook erstellen könnt. Ja, kann jetzt ja natürlich auch sein, ich möchte vielleicht noch was, was ich gerne mache, wenn ihr hier seht, diese weißen Lichtpunkte. Ich mache die manchmal auch gerne noch farbig, um einfach noch ein bisschen Kontrast reinzusetzen. Da könnt ihr dann hier in den Weiß, ins Weiß reingehen und könnt hier auch beliebig die Farben verändern. Jetzt seht ihr natürlich, das geht jetzt auch voll in den Hund rein, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Farbe haben, ja, dann schließe ich das, habe hier ja meine weiße Ebene und kann jetzt entweder mit Schwarz einfach drüber malen und den Hund quasi ausmaskieren. Bin hier auf 100% Deckkraft auf Schwarz und mal dann zum Beispiel einfach drüber, ne? Mit Command Z kennt ihr ja, macht man es wieder rückgängig. Oder ich gehe jetzt hier drauf und mache Command oder Steuerung I. Dann ist der Farblock wieder draußen, wie ihr seht, und dann kann ich ihn ganz partiell mit Weiß wieder hier reinmalen, wenn ich das möchte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber einfach mal, um es zu veranschaulichen. Genau, so kann man das zum Beispiel nutzen. Und hier kann man wirklich echt viel machen. Man kann zum Beispiel auch in den Schwarzregler reingehen, könnte voll den Kontrast hier reinhauen. Dann kann man in Schwarz zum Beispiel ein bisschen Blau mit reinmachen oder Magenta oder Rot oder Cyan. Ja, was man da halt nie vergessen darf, ist, dass man den Hund wieder ausmaskiert, sonst hat der den ganzen Farblook drin. Ja, man kann ja auch mit ein bisschen weniger Deckkraft zum Beispiel jetzt den Hund ausmaskieren, dass vielleicht nicht ganz so krass auffällt. Aber das ist immer wichtig, dass man jetzt dem Tier nicht noch die ganzen Farbtöne drin hat. Ja, probiert euch doch einfach mal hier in der selektiven Farbkorrektur aus. Es gibt wirklich alle Farbtöne, die ihr bearbeiten könnt. Und wichtig ist halt, dass ihr das partiell macht, dass ihr wirklich überlegt, wo will ich die Farbe drin haben und es dann mit dem Pinsel wieder rausmalt. Genau, das war's auch schon.